Leute, ich wühle hier gerade richtig in meiner Vergangenheit. Ich habe hier immer noch so eine ganze Schachtel voll mit Buttons. Und ja, das sind alles meine Buttons von, ich war 15, 16, da habe ich die gesammelt. Und das hier sind ja persönlich so meine Faves. Richtig krass, wie alt das alles ist. I love emo boys. Nothing changed. Ja, krass. Hier ist noch so ein Marilyn Manson Button. Vielleicht habt ihr meine Story gesehen. Ich habe den selber gemacht, wie man sehen kann. Und ich habe den, das war mal ein Button von der Kirche. Ich war mal Ministrant und habe dann diesen Button irgendwie bekommen. Das war irgendwie so, ich weiß nicht mehr, was wir da bekommen haben oder was es genau war, aber wir haben irgendwie so Button bekommen und noch so eine Tasse dazu oder irgendwas war da. Und ich habe den Button dann in Anführungszeichen missbraucht und einen Marilyn Manson Button gemacht. Ja, und jetzt nochmal richtig Hallo meinerseits. Ich wollte mich eigentlich erst ein bisschen schminken, bevor ich irgendwas hier loslege, aber egal jetzt. Was soll ich zu meiner Haut sagen? Weihnachten war. Schokolade habe ich gegessen. Morgens Nutella-Brot, also Nutella-Brötchen. Duplo, Plätzchen. Und dann ist das immer das Resultat. Und gefühlt fühle ich mich auch, als würde ich fast platzen. Also so, als hätte ich jetzt mal so 2 Tage eine Detox-Kur notwendig. Einfach mal 2 Tage nichts in mich reinstopfen. Ich meine, ich weiß, es ist Weihnachten und so. Aber trotzdem, es ist einfach, in dem Moment ist es so gut und hinterher ist es so, ich fühle mich irgendwie so dieses, wenn man gewohnt ist oder oft gesund ist und plötzlich dann echt mal so richtig nur Kacke in sich reinstopft. Nur Müll in Anführungszeichen, dann fühlt man sich auch wie Müll. Naja, jetzt, heute ist mein Geburtstag, habe ich das schon gesagt? Ich habe heute Geburtstag. Und ja, gerade bin ich hier noch im Schlafzimmer wieder ein bisschen am Räumen. Später kommt Chantal zu mir, vielleicht auch noch mein Papa. Max muss heute arbeiten. Ja, auf jeden Fall muss ich weiterhin noch dieses Zimmer, also Weihnachten und 7. Mai, da habe ich jetzt auch nichts Großartiges gefilmt. Wir haben eigentlich den ganzen Tag immer nur Filme geguckt und gegessen. Das war's. Und jetzt bin ich halt wieder bei mir seit gestern. Heute ist der 28. Und ich muss halt jetzt hier ein bisschen weitermachen, weil ab morgen kommt Chantal zu mir. Und ich muss hier noch ein bisschen klar Schiff machen in diesem Zimmer. Hier steht immer noch voll viel Make-up, obwohl ich schon versucht habe, das ein bisschen zu ordnen und schon einen Teil in ein paar so Tüten reingemacht habe. Aber irgendwie ist hier immer noch voll viel. Und das muss ich jetzt gleich noch so ein bisschen machen. Wobei ich dafür auch morgen Vormittag noch Zeit habe. Aber mal gucken. Ich gehe den Tag jetzt irgendwie heute chillig an. Und später werden wir wahrscheinlich wieder Essen bestellen. Was sollen wir denn auch sonst tun? Das ist richtig schlimm, wenn man nichts machen kann, so richtig. Ich habe jetzt hier noch ein paar Geschenke. Ich habe hier halt noch ganz, also viele Sachen von, von Weihnachten. Wir haben uns dieses Jahr nicht viel in Anführungszeichen geschenkt, sondern eigentlich, ja, ich habe viel, also Geld bekommen, einfach weil ich es jetzt eh durch den Umzug auch gebrauchen kann. Aber ich habe hier auch noch ein paar Sachen, die sind verpackt, weil ich bekomme immer alles gleichzeitig und die Leute sagen immer nur, ja, und das ist noch für Geburtstag, so, weil es halt nur 4 Tage später ist. Und von daher habe ich jetzt hier noch Sachen, die ich noch auspacken muss. Das hier ist noch von Max. Was ist das? Er hat mich heute schon gefragt, ob ich schon ausgepackt habe. Ich so, nee. Oder weiß ich schon? Ich glaube, ich weiß schon, was hier drin ist. Wenn es das ist, was ich denke. Where's me? Da hat er mich fast erschlagen, du. Okay, alles gut. Jetzt aber. Ja, das ist das, was ich eh schon. Ich weiß es eh schon. Und
hoffen wir einfach mal. I think that's... hoffen wir einfach mal ganz, ganz stark, dass 2021 ein bisschen besser wird. Weil hier sind... Oh, hier ist noch was. What the fuck? Also, hier sind einmal zwei Konzertkarten für Youngblood 2021 im November. November könnte schon... schauen wir mal. Ja, für November in Berlin. Da bin ich ja gespannt. Oh mein Gott. And what is this? Oh! Ja, das habe ich ihm auch gesagt. Das hätte ich gerne, weil ich kann das einfach jetzt gebrauchen. Ein Amazon-Gutschein. Yes! Weil ich habe hier letztens noch gezeigt, dass ich mir auf Amazon viele Möbel gespeichert habe. Und genau. Von daher habe ich ihm gesagt, dass ich Amazon-Gutschein regelt. Dann habe ich hier noch eine Tüte von meiner Mama. Und hier haben wir Schokolade. And another Umschlag. Ah, das ist eine, Mann, schau mal, das ist eine sehr, sehr schöne Karte. Da ist eine Katze drauf. Eine Katze. Happy birthday to you. Deine Mama und Oma. Ich hatte dieses Jahr irgendwie keine so richtigen Wünsche, habe auch nichts wirklich geäußert so. Max hat dann zum Beispiel die Konzertkarten gekauft und ich habe dann zu ihm gesagt, sag ich, keine Ahnung, kannst du mir zur Geburtstag schenken? Ja, weil irgendwie hatte ich nicht so wirklich was. Und wenn dann, normal habe ich ja immer so Tattoo-Gutschein bekommen, aber dieses Jahr ist halt alles irgendwie ein bisschen komisch und gerade jetzt mit dem Umzug ist es ja eh gut. Ich meine, ich hätte nicht mal das Geld gebraucht, so in dem Sinne. Ich hätte echt irgendwie gar keine Wünsche dieses Jahr. Und ich freue mich natürlich und ich kann das super gut gebrauchen, alles. Und ich bin auch jemand, ich merke mir auch, was ich von wem bekommen habe und kaufe mir dann auch ganz, ja, ganz bewusst von dem Geld dann etwas, wo ich dann weiß, das Geld habe ich für das ausgegeben. Und dann weiß ich, wenn das dann irgendwo steht oder ich dieses Teil, was auch immer ich davon kaufe, habe, dass es dann von diesem Geld gekauft wurde und dann habe ich irgendwie, dann weiß ich, das wurde mir zum Geburtstag geschenkt oder zu Weihnachten und so weiter. Ja, mein Delle hat bloß nicht gelangt. Und Burger. Das ist richtig heftig. Und Glückskekse waren sweet. Cool. Ist bestimmt dein Leben. Ja, wie letztens. Was war das für Scheiße im Hochschule? Ich bin in den Bären. Sie werden sich im Glück baden können. Oh. Scheiße. Bei mir wäre bestimmt wieder voll der Scheiß. Sie werden sich im Pech baden können. So dumm! Dies ist ein verheißungsvoller Monat, aber du musst wachsam bleiben. Ja, der Monat geht aber nur noch 4 Tage und ich werde wahrscheinlich die nächsten 4 Tage mein Haus nicht verlassen. Super. Es gefällt mir besser. Mhm. Es bahnen sich positive Veränderungen an. Stimmt. Dann nehmen wir den. Hey, seid ihr meine Umzugsbabes? Mir, bist du ein Umzugsbabe? Well, run with me, du bist ein Umzugsbabe. Ist das bequem? Susi. Meine Susi, Susi. Susi, Susi. Molly, 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 Molly. Oh, meine Susi. Susi, Susi. So, Leute. Das war's dann jetzt auch schon mit diesem Vlog. Ich, ja, Chantal war bis gerade eben hier. Und heute ist der letzte Tag, an dem ich jetzt in der Wohnung alleine bin. Also das klingt so heftig irgendwie. Das wurde uns beiden auch gerade nochmal so richtig krass bewusst. Weil sie kommt morgen zu mir. Also sie hat morgen Frühdienst und kommt dann so um 14 Uhr nach Hause. Und dann wird sie bei mir wohnen. Oh mein Gott. Also
Das wird bestimmt komisch, aber auch gut, keine Ahnung. Ja, kann man sich so gar nicht vorstellen und jetzt ist es soweit. Und ich finde, dass die Zeit immer so richtig krass schnell vergeht, weil man hat immer so gedacht, bis November. November war man alles noch so richtig gechillt und so. Dann haben wir immer drüber nachgedacht. Dann kam plötzlich Dezember und ab Dezember war dann so, ups, jetzt steht schon der 12. auf dem Datum und das war schon so Endspurt. Und vor allem Weihnachten war für mich so ein krasser Punkt, wo ich gesagt habe, ja, bis Weihnachten und so weiter. Ich wollte halt bis Weihnachten ziemlich viel schaffen, was ich auch gemacht habe. Und ja, jetzt ist Weihnachten um und jetzt ist einfach mein Geburtstag vorbei. Und jetzt ist morgen schon der 29. und morgen ist der Tag, an dem wir uns ausgemacht haben, dass sie zu mir kommt. Und ich meine, sie muss jetzt auch noch arbeiten. Sie ist auch oft viel bei ihrem Papa und so. Also ich denke, wir werden hier nicht aufeinander hocken. Aber trotzdem, es ist so krass irgendwie. Und ich habe jetzt mit meinem Papa heute ausgemacht, weil viele fragen immer, wann ich denn jetzt letztendlich umziehe. Ich habe kein festes Datum, also jetzt nicht so, dadurch, dass das hier so ein fließender Übergang eben ist, ist es so, dass ich nicht Punkt an dem Tag raus muss, an dem Tag raus muss. Außerdem ist jetzt eben auch der Lockdown, wo ich sagen kann, ja, ich hätte jetzt dann sowieso frei gehabt, aber ich muss mich jetzt auch nicht irgendwie nach einer Arbeit richten oder so. Und von daher, ich würde mal tendieren, spätestens Mitte Januar kommen meine ganzen Sachen nach Berlin in die Wohnung. Und dann werde ich das so machen, dass ich wohl mit meinem Papa hinfahre, mit den Sachen, die ich jetzt habe. Und dann wahrscheinlich so einen Umzugskarton, aber so hier lasse, mit Sachen, die ich halt immer brauche, die wichtig sind. Unterhosen, Socken, also mein Laptop, das lasse ich noch bei ihr hier. Dann fahre ich mit meinem Papa nach Berlin, bringe da die Sachen in die Wohnung und wir werden dann wahrscheinlich 1-2 Nächte dort bleiben und erstmal alles so ein bisschen vorbereiten. So die wichtigsten Dinge, die Wände, die ich halt irgendwie gestrichen haben möchte, streichen in so einer Farbe halt und einfach so ein bisschen. Wahrscheinlich muss eine Waschmaschine kaufen, irgendwo. Das ist halt jetzt gerade richtig blöd mit diesem Lockdown, dass man nicht einfach mal schnell in irgendein Möbelhaus zum Beispiel reinspazieren kann und sagen kann, okay, jetzt kaufe ich mir das oder nehme mir das mit oder keine Ahnung, das ist ein bisschen schwierig. Zum Glück ist mein Papa Maler, der meinte heute noch, dass er zum Beispiel Zugang zu Baumärkten hat. Das ist vielleicht nicht schlecht, aber trotzdem, ich bräuchte halt die Möbelhäuser. Ja, von daher, das wird ein bisschen schwierig werden. Aber ich werde mal gucken und dann werden wir quasi erstmal so klar Schiff machen und einfach alles mal so in die Wohnung reinschmeißen, auf gut Deutsch gesagt. Die Couch hinstellen, wo sie dann hin soll. Und uns alles mal genau angucken, keine Ahnung. Dann fahren wir wieder zurück und ich denke, dass ich dann da, das ist jetzt gerade der Plan, den wir geschmiedet haben, weil mein Papa war heute noch kurz bei mir. Und dann werden wir genau das so machen, dass ich dann wieder mitfahre. Keine Ahnung, wahrscheinlich noch ein paar Tage hier bei Chantal bleibe. Weil wir haben eh gesagt, so ist es Lockdown. Und sie hat nämlich die dritte Januarwoche Urlaub, weil ich rechne jetzt mal damit, dass am 10.11. nicht wieder alle Läden aufmachen und der Lockdown vorbei ist. Und weil wenn der Lockdown vorbei sein sollte, dann würde Chantal zu mir nach Berlin kommen und mir da dann helfen. Ist der Lockdown nicht vorbei, komme ich eben wieder hierher und bleibe noch ein paar Tage bei ihr. Und werde dann Ende Januar nach Berlin gehen und dann also bis so endgültig sozusagen. Also, dass ich dann halt auch meine Katzen mitnehme. Bitte stellt mir jetzt keine Fragen wegen den Katzen, wie ich das machen will, weil damit habe ich mich gerade noch nicht auseinandergesetzt. Das ist jetzt noch nicht gerade Thema. Ich muss echt Step by Step denken, weil es ist so viel und ich muss es einfach Step by Step machen. Ich muss mich immer nur auf eine Sache konzentrieren, weil ganz ehrlich, sonst, boah, es ist echt viel. Und ja, that's it. Oh Gott, ich muss mich jetzt auf die Couch legen. Ja,
Ich würde sagen, ich sage an der Stelle Dankeschön fürs Einschalten. Hoffentlich hat es euch gefallen. Mein Schwarz hier ist einfach schon braun. Seht ihr das? Es ist halt immer super schwierig, dass so ein Schwarz auf so blondierten Haaren hält. Und das ist einfach schon wieder komplett braun. Fällt jetzt nicht ganz so krass auf, aber wenn man halt genau hinguckt, sieht man, dass es richtig braun ist. Naja, ich sage Dankeschön fürs Einschalten. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und ciao.